Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem eigenen Server. Das ist die Ankündigung, wann der Server startet. Der Server startet am 23.07.2019, das ist in 2 Tagen. Das ist ein Citybuild-Server, der ist noch in der Beta. Es wird sich noch einiges ändern, weil es so ein paar kleine Probleme gibt, die dann wahrscheinlich teilweise auch dann am Dienstag behoben sind. Manche noch nicht, manche sicherlich. Und jetzt zeige ich einfach mal ein bisschen den Server. Als erstes gibt es am Spawn Händler für Geld. Weil im Moment gibt es auch keine Methode, bis auf ein bisschen Handeln, um Ingame-Geld zu bekommen. Und weil mein Geld-Plugin ein paar Probleme hat mit anderen Plugins, habe ich jetzt auch mal diese Variante gefunden. Die werden wahrscheinlich bei Serverstart auch nicht mehr hier stehen, sondern auf dem Citybuild-Server. Und das werde ich noch ändern. Hier kann man zum Beispiel Melonen in Coins umwandeln. Also Dollar, die Ingame-Währung. Hier auch Erze. Und die kann man dann hier umtauschen. Und zum Beispiel hier 10 $500 Scheine in einen $5000 Schein. Und sobald man den hat, kann man den dann bei mir umtauschen in Ingame-Geld. Ja. Das wäre so der erste Punkt. Dann gehe ich mal zum City-Build. Hier ist der Spawn. Da wird dann auch noch was hinkommen. Im Moment ist er noch leer, weil ich noch keinen habe. Das werde ich dann noch machen. Hier außen sind die Spawn-Plots. Die werde ich dann nach und nach verlosen. Also ich habe so geplant, dass ich in dem ersten Stream so 3 Stück verlosen werde. Je nachdem halt, wie viele Zuschauer und wie viele Leute dann auf dem Server spielen. Es gibt /Rand. Die Quarzstufe, die Steinstufe und die Steinziegelstufe, die sind für Spieler verfügbar. Dann gibt es Obsidian, Eisenblöcke, Goldblöcke, Diamantblöcke und Smaragdblöcke. Diese Ränder sind für den VIP-Rang verfügbar. Dann gibt es noch den Hero-Rang. Für den sind Endportal-Rahmen, Seelaternen und Beacon verfügbar. Das hier ist ein Dragon Egg Rand, der ist nur für mich, also für den Owner verfügbar, den werde ich dann bei Plots bewerten oder so benutzen. Jetzt komme ich auch schon zu den Permissions von den einzelnen Rängen. Also, ein Spieler kann anderen Leuten etwas payen, seine eigenen Coins sehen, MSG, er kann zum Spawn, er kann Warps benutzen, es gibt TPA, er kann Infc machen und Homes setzen. Ich glaube, ich weiß nicht wie viele, aber ich glaube nur eins. Ja, dann gibt es noch die ganz üblichen Plot-Befehle, also dass man sich Plots holen kann, mit /plot-claim, /plot-auto, und dass man zum Plot gehen kann. Dann kann man sie natürlich auch clearen und deleten. Dann kann man bestimmte Flags setzen, die zähle ich jetzt nicht auf, vielleicht werde ich da nochmal welche rausnehmen, das muss ich dann nochmal gucken. Dann kann man welche vom Plot denyen, undenyen, kicken, trusten und adden. Das waren die Rechte vom Spiel. Jetzt kommen die Rechte vom VIP. Die Rechte sind, er kann fliegen, man kann sich selbst healen, man kann die Ender Chest benutzen und es gibt Perks bei /Perks. Da gibt es dann keinen Fallschaden, Nachtsicht, doppelte XP, schnelle Abbauen, kein Feuerschaden, Fast Run, kein Ertrinken, XP nach Tod behalten, kein Hunger und Inventar nach Tod behalten. Der VIP-Rang hat Nachtsicht. Es kann passieren, dass noch was dazukommt. Wahrscheinlich ist der Server Start, dass mit den Perks noch nicht unbedingt funktionieren. Vielleicht funktioniert es, weil im Moment gibt es noch ein paar Probleme. Jetzt komme ich zum Hero-Rang. Die Ränder, die er machen kann, habe ich ja schon gezeigt. Er hat das No-Hunger-Perk noch zusätzlich und das No-Fall-Damage-Perk. So, das waren jetzt die einzelnen Ränge. Vermutlich wird zu jedem Rang noch ein bisschen was dazukommen. Jetzt habe ich auch das hier schon gezeigt. Es gibt natürlich eine Farmwelt und Nether. Ins End kann man nicht. Updates über den Server werde ich dann immer auf meinem YouTube-Kanal halt zeigen. Und ja, alle dran denken. Ich werde einen Livestream machen am 23.07., wo der Server released. Wir sehen uns dann und ciao!